Das ist Raschiv. Raschiv ist 13 Jahre alt und kommt aus Polen. Zusammen mit seinen Eltern zieht er nach Deutschland. Er ist noch sehr schüchtern, weil er die Menschen in dem neuen Land noch nicht so gut versteht. Aufgrund eines Unfalls ist Rajis Arm gelähmt. Darüber machen sich die Menschen in seinem neuen Umfeld gerne lustig. Jeden Tag spürt er, dass er nicht willkommen ist. Eine Situation, die ihn sehr traurig stimmt. Eines Tages lauern ihm vier Jugendliche auf der Straße auf und verprügeln ihn. Das sieht Anna. Sofort mischt sie sich ein und stellt die Jungs zur Rede. Verwundert wenden sie sich ihr zu und wollen sie für ihren Mut bestrafen. Da erscheinen Annas Freunde. Nun stehen sich die beiden Parteien gegenüber und die vier Jungs spüren, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Schnell rennen sie davon. Anna und ihre Freunde nehmen Rajiv in ihrer Gruppe auf und zeigen ihnen, dass nicht alle Menschen in diesem Land so sind. Der erste Tag in der neuen Schule. Rajiv steht mit weichen Knien und pochendem Herzen vor dem Gebäude seiner neuen Schule und hat Angst, es zu betreten. Da kommt Anna um die Ecke und freut sich, Rajiv an ihrer Schule begrüßen zu dürfen. In der ersten Hofpause lernt Rajiv weitere Schüler aus anderen Herkunftsländern kennen und merkt dabei, dass an dieser Schule ein ganz anderer Umgang herrscht. Die Schüler behandeln sich untereinander fair und begegnen sich mit Respekt. Manchmal gibt es sicherlich Konflikte, die werden dann mit den Streitschlichtern ausdiskutiert. Von nun an fühlt sich Rajiv wohl und geht gerne mit seinen neuen Freunden zur Schule.